Heute zeige ich dir, wie man eine Spachtelpaste herstellt. Dazu gibt es auch ein Video schon in meinem Kanal, aber es ist schon so alt. Das war eines der ersten, da standen ja ziemlich viele Leute und es war so eine Aktion aus dem Atelier. Aber in den Kommentaren eben von den letzten Videos waren doch einige, die Schwierigkeiten hatten mit der Paste. Und du kannst dir gebrauchsfertige Spachtelpaste-Masse kaufen. Und da gibt es ganz viele auf dem Markt. Du kannst aber eben auch die Paste selber herstellen, das mache ich. Und ja, das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Also wenn du dir eine Paste selber herstellen willst, dann brauchst du nur zwei Dinge. Nämlich ein Füllstoff. Und das kann sein ein Marmormehl oder Kreide oder ein Schiefermehl. Und Mittel, was dazu beiträgt, dass die Paste auf deinem Grund haftet. Und dafür nehme ich ein Bindemittel, und zwar auf Acrylbasis, also einen Acrylbinder. Ich nehme jetzt also einfach nur meinen Füllstoff. Je nachdem, wie fein der Füllstoff ist, wird eben auch deine Paste dementsprechend fein. Also wenn du schon einen Füllstoff hast, der eine Körnung hat, wird deine Paste eben auch körnig. Es gibt auch ein Video im Kanal, wie ich dir zeige, wie ich eine Strukturpaste selber herstelle. Aber du siehst auch immer in den Videos, wie ich das mache. Also ich nehme einfach meinen Füllstoff und gebe das Bindemittel dazu. Und jetzt nehme ich einen Spachtel, kannst irgendwas nehmen, einfach um die Farbe ineinander bzw. um die Masse miteinander zu verbinden. Und jetzt sehe ich hier schon, das wird sehr fest. Und je nachdem, wie viel Bindemittel du drin hast, wird die Paste eben auch fester oder flüssiger. Rühre einfach so lange, bis es eine schöne cremige Masse ist. Und jetzt kann ich hiermit auch habe ich hiermit auch einen kleinen Aufbau, also etwas, ich kann hiermit auch etwas höher arbeiten. Und wenn ich jetzt noch wieder ein bisschen Füllstoff dazugebe, also ich habe hier einfach, ich glaube, ich habe jetzt das Marmormehl genommen. Du kannst auch Kreide nehmen. Wie gesagt, oder Schiefermehl, dann wird es wieder etwas fester. Und wenn ich zu viel jetzt reingebe Bier, ich glaube, das war das, was dir passiert ist. Vielen Dank für die tollen Kommentare mal auf diesem Weg. Bier, du hattest ja geschrieben, dass die bröckelt oder so war das, glaube ich. Dann hast du vielleicht zu viel Füllstoff drin. Also wenn die nicht haftet nachher oder du nur Wasser womöglich hier zugibst, dann haftet das nicht. Also nur Wasser reicht nicht aus. Du brauchst auf jeden Fall ein Haftmittel und dann hast du damit deine Paste hier gleich fertig. Also jetzt mache ich sie ein bisschen fester. Das wollte ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gesagt habe, wenn ich jetzt zu viel Füllstoff dazu gebe, dann reißt nachher die Masse, wenn sie trocknet, was auch tolle Effekte haben kann, aber sie muss eben haften und du kannst natürlich dann auch mit einem Primer arbeiten, mit einem Haftgrund oder aber auch mit einem Primer arbeiten, dann haftet die natürlich nochmal wieder besser. Aber guck mal, jetzt ist sie noch fester, eben war sie ein bisschen flüssiger. Jetzt bleibt hier sogar, würde die sogar stehen bleiben. Also ich kann mir einen richtigen Aufbau dazu hier machen. Und das war's. Also mehr ist es nicht. Damit habe ich jetzt meine Paste, die nicht reißen wird, weil eben genug Bindemittel da drin ist. Der macht die so schön elastisch, dieses Acrylat, was da drin ist. Und ja, fertig ist die Paste. Mehr gehört nicht dazu. Ja, waren da sonst noch Fragen? Ich weiß es nicht. Waren in den Kommentaren
Stand da noch irgendwas? Also wie ich die auftrage, das siehst du ja in den ganz vielen Videos, die ich alle mit der Struktur habe. Das ist hier so eine Grundmasse eben und die werde ich jetzt hier gleich auftun, weil ich dann gleich mein Bild habe, was ich dann für mein nächstes Video gestalten will. Ja, das muss dann natürlich alles erst trocknen. Wenn du föhnst, kann es eben auch sein, dass die Paste schneller reißt, was auch wieder tolle Effekte hat, wie gesagt. Aber ja, mehr ist es halt nicht. Also ich hoffe, dir gelingt es so und du hast Spaß dann mit deiner Paste. Das ist das Bild, was ich direkt im Anschluss gemacht habe. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du machst jetzt deine Paste einfach und stellst sie einfach selber her. Ist, wie gesagt, ganz einfach. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für dein Like. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf deinen Kommentar und einen ganz schönen Sonntag für dich. Buch auf Seite 34, 36 sind auch Übungen, wie du deine Struktur betonen kannst. Ja, es steht auch nochmal was auf Seite 32 zu der Struktur im Bild. Also im Englischen alles immer zwei Seiten weiter. Danke, tschüss!